EA Sports. It's in the game. Hallo und herzlich willkommen und damit auch hier zu FIFA 13, das wir heute hier spielen werden. Wir werden viel Spaß haben mit diesem Spiel. Wir werden Fußball spielen, was man natürlich überhaupt nicht denken könnte. Aber wir werden es tatsächlich und wir werden hier Fußball spielen auf dem PC mit dem PlayStation Controller. Und wir würden gleich mal hier loslegen. Ja, ich würde sagen, wir starten hier eine neue Karriere. Ja, würde ich einfach mal sagen. Schon gewusst, in FIFA 13 kannst du die eigene Linie von dem Karrierischen will ich noch einmal anzeigen. Dankeschön. Ich sollte eigentlich mal ein bisschen den Sound runterdrehen, weil der recht laut ist. Aber ich denke... Spieler oder Trainer? Spieler oder Trainer? Trainer. Okay. Die Frage ist, womit wir anfangen. Ja, mein Lieblingsteam ist Hoffenheim. Da könnt ihr mir gerne ein paar Kommentare dazu schreiben, wie ihr das findet. Aber es ist mir scheißegal. Denn es wird trotzdem so bleiben. Ich weiß aber gar nicht, womit wir jetzt anfangen wollen. Mit welcher Mannschaft wir hier anfangen wollen. Wir können es natürlich nach dem Zufallsprinzip machen, dass ich jetzt gleich irgendwann A drücke. Und dann müssen wir die Mannschaft nehmen. Aber ich weiß nicht. Ja... Ich weiß nicht, ob wir spielen wollen. Ich will jetzt auch nicht mit Bayern oder Dortmund oder so spielen. Weil das ist ja schon ein bisschen zu stark, finde ich ja. Und jetzt will jetzt aber auch nicht mit Greuther Fürth und Düsseldorf spielen und den Abstieg oder so. Ich werde einfach mal jetzt sofort auf A drücken. Ich weiß nicht, wen ich bekommen habe. Wir werden auch Profi spielen, das ist so viel, ist schon klar. Halbzeitlänge wird 4 Minuten, ja, um die Partie nicht zu lang zu machen. Und wir werden einen streng Vorschlag, na, sagen wir einen mittleren Vorschlag. Sagen wir einen mittleren Vorschlag, der gibt uns 75% des gesamten Transferbudgets. Euro natürlich, Stadion, weiß gar nicht, wer wir sind, aber Ivy Line hört sich schon mal toll an. Wird auf jeden Fall Deutschland fliegen. Nutze Team Standard, na, ich würde zwar sagen, aktuell herunterladen. Und als Depot-Spiel machen wir aus und einen europäischen Wettbewerb möchte ich nicht machen gerade. Wir klicken einfach mal auf Weiter, gucken wir mal, wen wir bekommen haben. Ich lade erstmal die Aktualisierung herunter. Ich habe schon mal eine eigene Karriere gemacht, habe ich schon eine Saison gespielt komplett. Mit Freiburg war das. Und ja, wie heißen wir denn? Ja, was weiß ich. Klingt toll, dieser Name. Und deswegen werden wir genau diesen auch nehmen. Wir kommen natürlich aus Deutschland. Woher kommen sollten wir sonst kommen? Hemd und Schlips, vielleicht Jogginganzug. Ich würde sagen, ein Jogginganzug passt sehr gut dazu. In Marineblau. Mit mittleren Hautfarben. Schmächtig oder regulär oder stämmig oder schmächtig oder... Wir nehmen mal regulär. So, einen regulären Körperbau. Wir klicken mal auf Weiter und gucken wir mal... Das ist super. Das ist jetzt echt super. Denn ich habe die eine Saison, die ich bisher gespielt habe, genau mit Freiburg gespielt. Das sieht man vielleicht auch hier. Dann habe ich mit Stuttgart auch mal versucht anzufangen. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr doof, dass wir jetzt mit Freiburg angefangen haben. Das finde ich jetzt überhaupt nicht gut. Deswegen werde ich jetzt einfach mal das nicht machen, sondern ich werde mich auch schon unterbrechen, einfach ein neues Team auslosen, sage ich mal. Trotzdem werde ich es einfach schon mal speichern, damit ich es gleich überschreiben kann. Naja, okay, dann bis gleich, ich werde die Sound ein bisschen leiser stellen auch mal, sonst... Na, mal sehen. Bis gleich. So, da sind wir wieder zur Teamauslosung. Und jetzt werden wir einfach mal versuchen, eine andere Mannschaft als Freiburg und Stuttgart auszulosen. Und auch nicht Bremen oder Dortmund und so. Das ist ein... Und auch nicht Fürth und Düsseldorf. Und damit bleiben nur noch 12 Mannschaften übrig. Also die Chance von 2-3... Ja doch. Diese Mannschaft zu bekommen. Und ich denke, wir werden jetzt einfach mal... versuchen, eine vernünftige Mannschaft zu bekommen, die nicht gerade eine der anderen ist, die ich schon hatte. Das ist nicht euer Ernst, ich stoppe genommen, ne? Ja, okay. Wir nehmen auch nicht dort. Ja, genau, ich werde in Dänemark spielen, das wird es bestimmt bringen. Mein Gott. Ich habe wieder natürlich vergessen, hier den Timer anzumachen, weil ich ein bisschen blöd bin. Mache ich einfach jetzt noch nachträglich, ich muss ihn noch blöder dazu rechnen oder so. Okay, spielen wir mit Augsburg. Von mir aus spielen wir mit Augsburg.
Gut, wir werden jetzt also mit Augsburg spielen. Die werde die Einstellung jetzt einfach nochmal machen. Wir sehen uns dann im Spiel praktisch wieder, obwohl wir eigentlich schon im Spiel sind. Aber wir sehen uns da gleich wieder. Bis gleich. Swim bereit, den FC Augsburg im Sturm zu nehmen. Hört sich ja überhaupt nicht zweideutig an. Wer zweideutig klingt, ist selber schuld. Wir werden das jetzt speichern unter dem Let's Play natürlich. Und gucken wir mal, was wir hier bekommen haben. Als Testspieler haben wir gegen den FC Genua, gegen Udinese und gegen den FC Lorient, was man hier unten sieht. In den News halt, sieht man ja unten, da steht noch FC Lorient. Also zwei italienische und eine französische Mannschaft haben wir als Gegner. Und ich würde sagen, wir gucken uns einfach an, was wir hier erreichen sollen als Ziele. Unser Ligaziel, einen Mittelfeldplatz legen. Also wir müssen also in der Mitte der Bundesliga kommen. Das müsste Platz 7 bis 12 sein, meine ich. Und im Pokal müssen wir die Runde der letzten 16 erreichen. Ich denke, das ist auch möglich. Auch wenn ich noch nicht auf Profi gespielt habe, weil ich erst seit FIFA 13 mit dem Controller spiele und FIFA 10 und 12 habe ich mit der Tastatur gespielt, was eigentlich auch gar nicht so schlecht bei mir funktioniert. Ich habe auf Halbprofi immer gespielt und jetzt spiele ich erstmal auf Profi und das wird bestimmt ziemlich spannend, weil ich erstmal ziemlich viele Matches verlieren werde. Aber ich denke, darüber sollten wir später nachdenken, was wir machen. Gucken wir erstmal die Spieler an, die Mannschaft halt eben. Ist ausgeglichen so um die 72, 73 Stärke. Besonders offensiv hier rechts. Ja, Musuna, okay. Dijon hat für mich bessere Werte als der Ostrozek oder wie auch immer man den ausspricht. Ich werde ihn einfach mal reintun. Gleich viel Ausdauer haben sie ja. Dijon in die Mannschaft. Ostrozek auf die Bank. Da waren 70, 87 Ostrozek ist gut. Kann man gut als. Muss ich jetzt mal gucken hier. Ich habe noch nicht mit Augsburg gespielt, jedenfalls nicht in FIFA 13. Ich kann mal vergleichen, wir haben es ja praktisch dieselbe Position. Hat mehr Antritt, er hat dafür mehr Beweglichkeit, mehr Balance, mehr Sprungkraft. Er hat dafür mehr Reaktion, mehr Sprungkraft. Ja doch, ich denke, ich werde hier Petr Schiller reintun. Und okay, was war das? Ich hoffe, es hat sich nicht irgendwie der Ton verschoben, das wäre nämlich ziemlich ehrlich. Ich werde einfach mal kurz die Aufnahme abbrechen, ganz kurz. So, ich hoffe, es geht jetzt wieder. Sollte ja eigentlich. Ich werde mal gucken hier, was ich hier so reintun kann, was wir gleich mal so verkaufen werden an Spielern. Weil einige brauchen wir nicht. Zum Beispiel, wir haben 4 oder 5 Stürmer jetzt. Brauchen wir zum Beispiel Sascha Mölder oder Earl nicht? Oder brauchen wir beide nicht? Ich weiß es nicht. Werden wir gerade mal vergleichen. Und Ich höre die ganze Zeit nicht auf zu ruckeln hier. Das ist nicht gut. Ja, doch, Müll, das ist besser. Das heißt, ich werde Öl verkaufen. Und wenn das hier weitergeht, dann wird mich das ziemlich aufregen im Laufe. Boah. Ich kann es schon sehen, dass es hier irgendwie nachher wieder mit dem Ton ein bisschen verzögert wird. Aber, naja. Schauen wir mal erstmal weiter, denn wir werden jetzt erstmal ein paar Transfers tätigen, wenn es denn mal gehen würde. Und es hier nicht ganz so ruckeln würde, das finde ich ziemlich schade gerade. Schauen wir erstmal, wen wollt ihr verkaufen? Ich will erstmal die ganzen hier. Oh, was ist da los? Das ist doch verflucht hier gerade. Ich wollte eigentlich die unter 63 erstmal verkaufen. Ach, okay, der ist kürzlich erst dazugestoßen. Ja gut, ich werde mal ganz kurz gucken, was das hier ist mit der Aufnahme. Also bis gleich. So, vielleicht ein letzter Versuch jetzt, weil das geht ja so nicht. Ja, das leckt einfach sehr, sehr stark.
Ich stelle hier alle jetzt mal auf die Transferliste. Alter, nee, das geht so nicht. Das kann ich so nicht machen, das ist doof. Da habe ich vorhin noch getestet, was geht, aber das ging eigentlich, aber... Es will irgendwie jetzt nicht. Ich habe die ganze Zeit nur so 2 bis 20 Frames oder so, das ist ziemlich doof. Ja gut, dann, ich werde erstmal die ganzen Sachen hier verkaufen. Bis das, ja, erstmal dann gucken wir gleich weiter, bis gleich. So, ich hoffe, es geht jetzt irgendwie ein bisschen besser, aber ich garantiere für nichts und das geht sofort schon wieder los. Ich würde dir gerade, ob ich das abbreche. Weil das ist ja echt scheiße, wenn ich hier nur... Nee, das geht so nicht, das geht so nicht, das kann ich auch nicht machen. So, und da sind wir auch schon wieder zurück, mit einem weiteren Versuch. Ich habe meinen PC neu gestartet. Origin braucht aber auch eine ziemliche Auslastung und das ist ziemlich nervig. Der Sound ist irgendwie nicht verschoben, habe ich immer nachgeprüft. Aber, naja, schauen wir trotzdem mal, wie das hier jetzt weitergeht. Ja gut, ich habe schon mal nachgeguckt, wir müssen eigentlich nichts wirklich kaufen. Jetzt wird hier nochmal berichtet hier, FIFA 13. Ja, Juventus nach Neuer und so weiter und die ganzen anderen, sag ich mal, berühmten Spieler. Werden hier jetzt alle verkauft und immer wenn irgendwie so Gerüchte kommen, dann kommt hier, ja gut, wir wollen ihn nur gratulieren und ihren neuen Posten als FC Augsburg Trainer alles Gute wünschen. Und wir können dann FIFA 13 auch Nationaltrainer werden, also wenn wir irgendwie gut sind, dann, keine Ahnung, dann können wir da Deutschlandtrainer werden zum Beispiel. So, und wir kriegen schon erst Transfergebot für Ioannis Delios. Und zwar von Hönefoss BK. Ich würde sagen, das nehmen wir an, weil wir brauchen ihn einfach nicht mehr. Falls sich ein Torwart verletzt, das, was aber fast nie vorkommt, dann haben wir noch einen Ersatztorwart. Daher, wir brauchen eigentlich keine drei. Sie haben sich auf persönlicher Ebene nicht verstanden. Okay, also behalten wir ihn doch noch. Super. Snyder will zu Valencia, Inter sieht Aguero und Benzema mögliche Verstärkungen. Also jetzt kommt das ja die ganze Zeit sowas, was eigentlich total unwichtig ist, aber jetzt will Hönefoss auch noch Nebel kaufen, gucken, ob sie es diesmal schaffen, ihn zu überzeugen und nicht irgendwie wieder hier unpersönlich rüberkommen. Liverpool, Huntela, sehr wichtig, ja, ja, wer ist denn das, uns überhaupt nicht, was hier bei den anderen passiert, weil wir haben nur 2 Millionen, ah. Ohne Fass ist einfach unsympathisch, wie man hier wieder sieht. Unmöglich sowas. Ich würde sagen, ich simuliere jetzt bis zum ersten Transferspiel vor. Transferspiel? Was? Dortrost. Ich mache ein Gegenangebot für 950.000. Das geht ja jetzt hier. Ist ja ganz neu in FIFA 13. Diese tolle Layout mit allen Werten. Und man kann auch Gegenangebote machen. War in FIFA 12 ja noch nicht so. Finde ich ziemlich cool und ich würde sagen, für dann 50.000 kommen die denen, weil 58.000 ist ein bisschen zu wenig, finde ich jetzt. Und ach ja, das wollte ich ja machen. Ich wollte hier Nachwuchsabteilung, ich wollte ein Scouting-Netzwerk aufbauen, damit wir ein paar junge Spieler bekommen, da wir sowieso nicht so viel, wir müssen eigentlich gar nichts mehr so zuerst ausgeben, weil wir haben schon ziemlich gute. Und ich würde sagen, wir nutzen diesen mittleren Scout her, 3-3, das ist ganz okay, 1,2 Millionen, wir brauchen sowieso nichts. Praktisch. Und der wird jetzt bald kommen und wird für uns ein paar Jugendspieler suchen. Scout ist dann arbeitsbereit, das finde ich jetzt cool. Und jetzt können wir hier im Scouting-Netzwerk diesen Scout. Ein Scout-Netzwerk aufbauen lassen, und zwar in Deutschland am besten und dann auch noch für 6 Monate oder 9. Ja, für 6 Monate würde ich sagen erstmal. Lassen wir irgendwelche Spieler scouten, die hoffentlich viel Potenzial haben. Und ja, gucken wir mal kurz auf die Trainerziele. Hier, ja, wie gesagt, wir müssen hier zwischen Platz 7 und 12 landen. Und wenn wir das schaffen, dann wird es toll und wir haben das Saisonziel erreicht. Ja, jetzt kommen hier die Nachrichten. Ja, sehr schön. Jetzt hat Austria Wien das hier akzeptiert, die 59.000. Und bisher habe ich noch keine neuen Rucklöcher gehabt, also läuft bisher ganz gut. Fragt sich, wie lange noch. Nächster Spieler, der verkauft werden will, bitteschön, dankeschön.
Ja, das ist mir eigentlich auch gar nicht so wichtig jetzt irgendwie Transfers, weil die haben eigentlich schon sehr viel. Die haben eigentlich überall Ersatzspieler. Ja gut, haben wir ihn verkauft. Und wir kommen von 59.000 700.000 auf das Transferbudget. Und ja, damit haben wir schon fast wieder die ganze Scout-Ausgaben wieder reingeholt. Ja, Gomez zu Real, auf jeden Fall. Stefan Hein, den wollten wir ja auch verkaufen. 1 Million bieten die, ist, finde ich ja gut. Rapid Wien diesmal und nicht Austria Wien. Austria Wien? Ja, doch. Das ist ja interessant, dass wir unsere beiden Stürmer an beide Wiener Vereine verkaufen. Naja, dann schauen wir mal. Sehr schön. Noch einer. Damit haben wir schon auf jeden Fall schon mal die Scout-Ablösen wieder rein geholt und könnten damit eigentlich ein paar neue Spieler kaufen. Ja, okay. Wir sind jetzt... Nee, das werde ich, glaube ich, nicht tun. Den wollte ich auch verkaufen, diesen Philipp. Oder wie er hieß. Ja, wir stehen jetzt sogar vor dem ersten Spiel und es sind ungefähr 15 Minuten jetzt um, denke ich mal, mit den anderen Aufnahmen und deswegen werde ich jetzt einfach mit dem Part enden und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Das Spiel war dann gegen Genua. Ja, hier Augsburg in Genua. Im nächsten Part dann. Freut euch drauf. Bis dann. Ciao.